Auf der Kinderstation will Ärztin Birgit Maas eine junge Fußballerin auf eine Gehirnerschütterung untersuchen. Die Elfjährige ist mit einem Gegenspieler zusammengestoßen. Das Mädchen verheimlicht ihren Eltern und der Medizinerin aber etwas. Sie ist eine begeisterte Fußballspielerin, ja. Und war bei einem Spiel, wo es halt auch ziemlich hart hergeht, weil da auch Jungs mitspielen. Ja. Und dann wollte sie den Kopfball machen und ein anderer auch. Wir sind voll zusammengeknallt. Zu uns kam heute die 11-jährige Lilly. Sie hatte einen Sportunfall. Beim Fußballspielen ist sie mit jemand anders im Kopf zusammengeknallt, also mit Verdacht auf Gehirnerschütterung. Das kommt schon mal häufiger vor, gerade bei Kindern, die halt sportlich aktiv sind. Dass Lilly allerdings doch viel schwerwiegender krank war, das konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Ach, meine arme Maus. Oh je. Ich hole mal ein Tuch. Ach, wie kommt das denn, dass sie mir jetzt so übel ist? Ja, das kann schon mit dem Sturz hier zusammenhängen, beziehungsweise mit dem Zusammenprall. Wir gucken jetzt mal. Aber die hat eine riesige Platzwunde. Was ist denn da vielleicht sonst noch alles passiert? Das kann schon mal sein. Wir hängen mal gerade die Infusion noch auf. Sie war nämlich auch kurz ohnmächtig, als sie da runtergefallen ist. Wie lange war sie denn ohnmächtig? 20 Sekunden ungefähr. Ja, nicht so lange. Einmal die Augen auf. Die Kopfplatzwunde der Elfjährigen wurde zuvor in der Notaufnahme genäht. Birgit Maas diagnostiziert eine leichte Gehirnerschütterung. Also, man muss natürlich immer bei solchen Stürzen aufpassen. Das kann schon mal sein, wenn man eine Gehirnerschütterung hat. Ja. Ne, müsst ihr euch vorstellen, das Gehirn schwimmt im Gehirnwasser. Und wenn es einen richtigen Prall gibt, kann das schon mal ein bisschen irritiert werden. Das macht dann eben auch Kopfschmerzen, Übelkeit. Ich habe Lilly auch neurologisch untersucht. Der Pupillencheck war ohne Befund. Sie war ja auch jetzt ansprechbar, orientiert. Dass sie aber an einer anderen Stelle noch Schmerzen hat, das hätte sie uns wirklich besser mal gesagt. Tut es weh? Nein. Ist kitzelig? Ja. Okay. Ja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Ja, schon, okay. Aber es ist alles weich. Also, ich würde jetzt vorschlagen, wir behalten sie stationär hier. Ne? Können wir, haben wir ein Zimmer frei hier? Ja. Kannst du aber gerade gucken vielleicht, ne? Ja, guck ich. Dass du schon mal vorbereitet ist. Und dann würden wir sie überwachen halt. Ja. Ne? Gerade bei Schädeltraum muss man immer damit rechnen, dass sich möglicherweise doch eine kleine Blutung im Gehirn entwickelt. Da ist es ganz besonders wichtig, dass man stündlich einen Pupillencheck macht. Denn es können kleine Einblutungen in das Gehirn passieren. Das Gehirn wird komprimiert. Es kann dann zu wirklich schwerwiegenden Schäden kommen. Deswegen behalten wir Lilly hier auf Station, damit wir im Ernstfall auch direkt eingreifen können. Der Ernstfall wird schon bald eintreten. Denn die Fußballspielerin verheimlicht eine noch weitaus dramatischere Verletzung. Als das Mädchen ihre Kleidung für die Nacht wechseln soll, entdeckt Schwester Amelia ein Hämatom. Vorsichtig, gar nicht lang. Spazierchen. Geht's? Alles okay? Tut das weh? Wirklich? Nein, tut alles gut. Okay. Alles gut? Wirklich? Komm mal hier, wir ziehen das mal raus, ja? Nein, könnt ihr bitte alle rausgehen? Was, sollen wir rausgehen? Ja. Warum das denn? Ist doch nur der Papa und ich und die Schwester das Ganze. Ja. Komm, wir helfen dir noch ein bisschen. Genau, wir machen das. Geht das besser, ja? Wie ich im Zimmer war und Lilly halt behilflich sein wollte beim Ankleiden, war Lilly eher zurückhaltend. Sie hat es eigentlich schon mehr oder weniger verweigert. Was ist denn, Mäuschen? Guck mal, wir müssen alles das gut. Doch machen. Das kann doch so nicht bleiben. Ups. Was ist denn los? Lilly? Lilly, lass mal kurz los. Jetzt reicht's. Du hast da ein Riesenhämatom. Alles in Ordnung? Ja, das ist ganz... Schatzilein, tut dir das weh? Das sieht ja schlimm aus. Was ist denn da passiert? Warten Sie mal, ich hole mal eben die Frau Doktor. Die soll sich das dann auch noch mal angucken. Ja, auf jeden Fall. Noch ist unklar, warum die Schülerin das Hämatom verstecken wollte. Für Schwester Amelia sieht alles danach aus, als wäre das Mädchen mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen worden. Doch auch bei Birgit Maas Untersuchung schweigt die Elfjährige. Schauen Sie mal, das sieht nicht gut aus hier. Aber sie will nicht sagen, was da passiert ist. Mag sich mal hinlegen, damit ich mal gucken kann? Schatzi, das tut ihr offensichtlich sehr weh. Ja, wenn Sie mich einmal gucken lassen. Ja. So, wie sieht's denn aus mit der Übelkeit? Ist besser geworden. Besser? Sie hat vorhin auch einmal erbrochen. Umgezogen bist du auch schon? Erbrochen noch ja, einmal? Ja, wir wollten sie gerade umziehen, aber... Ja, sie hat doch ziemliche Schmerzen. Sieht ja komisch aus. Schatzilein. Oh. Was ist denn da passiert? Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Schaust du mich mal an? Was ist denn da passiert? Sie hat doch nicht nur mit dem Kopf zusammengestoßen, ne? Irgendwas muss doch da... Lilly, du musst schon mit uns reden, ne? Ja. Ja, mir ist das eben schon aufgefallen, als ich sie untersucht habe, dass sie da so gar nicht da sich das Hemd auch schnell runtergezogen hat.
Magst du gar nicht sagen, was los ist? Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise erzählt sie, wenn irgendwas ist. Wir haben Lilly ja mehrfach gefragt, wie es dazu jetzt gekommen sein könnte. Mir war ganz klar, dass es sich hier wirklich um eine Gewalteinwirkung, welche Ursache auch immer, handeln musste. Und Lilly wollte auch gar nichts sagen. Da mussten wir jetzt auf jeden Fall eine CT-Aufnahme machen, denn da sind schon bei mir die Alarmglocken angegangen. Birgit Maas vermutet, dass die lebenswichtige Bauchspeicheldrüse verletzt worden sein könnte. Das Organ sitzt im oberen Bauchbereich und bildet Enzyme, die zur Verdauung benötigt werden. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen den Verdacht der Ärztin. Das Mädchen muss sofort operiert werden. Also das ist jetzt schon was Akutes, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich will sie jetzt nicht beunruhigen, aber es ist schon so, dass hier Pankreas, also Bauchspeicheldrüse, da ist ein Riss und da blutet es auch aus. Ja, das hat das Hämatom verursacht und das macht eben auch diese starken Schmerzen. Das ist jetzt ein ganz akuter Notfall. Das heißt, du rufst bitte sofort im OP an. Rufst auch die Charlotte in der Anästhesie an. Ja. Wenn es zu einer Ruptur der Bauchspeicheldrüse kommt, muss man unterscheiden, wie die Ruptur ist. Es kann jetzt nur das Gewebe erstmal einbluten. Das Organ ist ja durch eine Kapsel umgeben. Deswegen tritt erstmal kein Blut aus. Das kann dann später austreten. Man muss aber auch berücksichtigen, dass die Bauchspeicheldrüse sehr weit hinten im Bauchraum liegt und deswegen sichtbare Zeichen erst später zutage kommen. Birgit Maas übergibt die Patientenakte der Schülerin an Dr. Charlotte Engel. Die Assistenzärztin wird die Narkose der kleinen Fußballerin einleiten. Zuvor will die Medizinerin die ängstliche Familie beruhigen. Hallo, mein Name ist Charlotte Engel. Ich bin hier die Narkoseärztin. Ja? Das hier darfst du schon einmal trinken. Das wird dich ein bisschen ruhiger machen. Ja, und jetzt habe ich noch ein paar Fragen an Sie. Wann hat sie das letzte Mal was gegessen und getrunken? Das war vor dem Spiel heute Morgen, vielleicht so 6-7 Stunden. Hat sie irgendwelche Allergien? Super, danke dir. Irgendwelche Allergien, Medikamentenunverträglichkeiten? Nimmt sie irgendwelche Medikamente? Nee, sie hat ein bisschen Hausstauballergie, aber mehr nicht. Okay, Vorerkrankungen? Wurde sie schon mal operiert? Nee, eigentlich nicht. Sie hatte immer mal Blessuren durch den Fußball, aber noch nichts Schlimmes. Also nichts sowas wie jetzt. Okay. Und Lilly, kannst du einmal den Mund für mich ganz groß aufmachen, ganz weit? Super, okay. Ne? Wir gucken da immer einmal rein, um zu gucken, wie gut man sie nachher intubieren kann. Ne? Also ist das deine erste Narkose, die ich gleich mache mit dir? Okay, du brauchst keine Angst zu haben, weil ich ganz, ganz gut auf dich aufpasse. Ja? Wir nehmen den Teddy mit bis zur Schleuse. Ja, der kommt mit, wird auch verarztet und wenn du wieder wach wirst, dann ist er wieder bei dir. Ja? Mir als Narkoseärztin ist es natürlich immer recht, wenn man ein bisschen Zeit hat für die Einleitung und sich nochmal mit dem Patienten auseinandersetzen kann und ihm so auch versuchen kann, die Angst noch besser zu nehmen. Hier in diesem Fall war es allerdings ein Notfall, sodass man als Team einfach schnell funktionieren muss, dass der Chirurg schnell arbeiten kann. In der Notoperation muss das Blut im Gewebe entfernt und der vermutete Riss in der Bauchspeicheldrüse geschlossen werden. Der 2-stündige Eingriff verläuft erfolgreich. Am nächsten Morgen sieht Birgit Maas nach ihrer kleinen Patientin und klärt die Eltern über die Verletzung auf. Es war tatsächlich ein Riss gewesen. Mhm. Da muss man natürlich aufpassen, weil das jetzt so weit hinten im Bauch liegt. Ne, ist das so, dass man das da nicht direkt sichtbare Zeichen gibt, wie wir das ja hier auch gesehen haben. Ne? Dieser blaue Fleck ist ja viel später gekommen. Und das macht natürlich die Diagnostik so schwierig. Dafür haben wir halt unsere Apparate, Gott sei Dank. Lilly konnte bei uns erfolgreich operiert werden. Es ist alles genäht worden. Sie wird jetzt noch ein paar Tage bei uns bleiben, denn wir müssen das natürlich überwachen, ob das auch den gewünschten Heilungserfolg hier bringt. Außerdem müssen die Fäden an der Operationswunde nach 2 Wochen entfernt werden. Für Birgit Maas stellt sich allerdings immer noch die Frage, ob jemand dem Mädchen absichtlich Gewalt angetan hat. Wir machen uns ein bisschen Sorgen, dass du vielleicht von irgendjemand anders einen Boxhieb oder irgendwas in den Bauch gekriegt hast. Und deswegen, vielleicht kannst du es uns jetzt sagen, weil wir können dir sonst nicht helfen. Da musst du auch keine Angst haben, Lilly. Ehrlich nicht. Du kannst uns das wirklich sagen. Also vor dem Fußballspiel beim Aufwärmen habe ich mich halt mit Elias gestritten. Mhm. Und er möchte halt nicht, dass ich in seiner Mannschaft spiele, weil ich ein Mädchen bin und Mädchen ja nicht Fußball spielen können und sowas, hat er zu mir gesagt. Aber bist du so gut, ne? Und dann war er halt richtig wütend und hat mir dann einen Ball in den Bauch geschossen. Was?
Elias hat dir den Ball in den Bauch geschossen. Aber warum hast du das denn vorhin? Das kann doch nicht sein. Wie feste muss man schießen? Der wollte den Ball bestimmt nur zur Seite. Ach so, das hörte sich jetzt gerade so an, als wäre der sauer und wollte sich an dir rächen. Das hast du aber nicht so empfunden. Sondern dass das schon ein Unfall war. Aber dass er wütend ist, sich am Ball ausgelassen hat und der Ball dich im Prinzip unglücklich getroffen hat. Also er hat das nicht mit voller Absicht gemacht, meinst du? Ich glaube nicht. Aber das kann man doch nicht machen. Ja, da müssen wir mit den klären, mit den Jungs. Aber du musst was sagen. Guck mal, wie du jetzt siehst. Ich wollte jetzt nicht als Hexe dastehen. Nein, doch, Schatzilein, bei sowas, das musst du immer sagen. Du kannst uns doch alles sagen. Das ist doch nicht normal. Ich meine, jetzt könnten wir dich noch rechtzeitig behandeln. Aber sowas kann auch schief gehen. Also, was musst du schon sagen? Du hättest vielleicht sogar sterben können daran. Das hat mit Pizzen gar nichts zu tun, ehrlich gesagt, Schatz. Hallo. Ja, hi, wen bringst du denn damit? Hier ist ein junger Mann für Lilly. Da kommt ja genau der Richtige. Ja, da ist der Elias. Guck mal. Ach, das ist der Elias. Ich wollte mich eigentlich entschuldigen bei der. Hör mal, das ist aber sportlich von dir. Das finde ich aber jetzt wirklich toll. Ja. Aber sag mal, wie ist das denn jetzt passiert? Also sie hat gesagt, du hast den Ball auf sie geschossen. War das denn mit Absicht? Oder hast du dich einfach nur wütend ausgelassen? Ja. Okay. Also ich würde dir aber empfehlen, dann trotzdem, ich kann das verstehen, wenn man in dieser Wut ist und irgendwo draufballern will, dann baller den Ball aber meinetwegen gegen Torpfosten, aber nicht auf Menschen, weil das kann wirklich richtig gefährlich sein. Und es war jetzt auch schon gefährlich. Die Operationswunde verheilt ohne Komplikationen, so dass die Elfjährige das Krankenhaus nach einer Woche verlassen kann. Kurze Zeit später spielt die Schülerin schon wieder Fußball und wird nicht mehr gehänselt, weil sie ein Mädchen ist.